Willkommen zur 36. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und heute geht es um Steinböcke, Murmeltiere und Tierfotografie in den Bergen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Ich nenne ihn gerne, der mit den Steinböcken spricht und mit den Murmeltieren kuschelt. Mein heutiger Gast, man könnte fast sagen, er foltert seine Facebook-Freunde fast täglich mit sensationellen Eindrücken von seinen Touren in den Bergen. Willkommen im Vitamin-Berge-Podcast, Andreas. Hallo, grüß euch. Danke. Wer dir noch nicht auf Facebook folgt, oder doch, ich glaube, also ich sehe dich immer nur auf Facebook. Erzähl doch mal kurz, wer ist der Andi und was macht er, wenn er mal nicht in den Bergen unterwegs ist? Ein ganz normaler Mensch. Ein Teeverkäufer im Prinzip, ein Key-Accounter für Messmer Milchpartie in Österreich, speziell für Großkunden und Gastronomiekunden. Und betreue das Gebiet von Vorarlberg bis Oberösterreich, Kärnten. Und betreue die Bergbahnen zentralseitig. Das ist einmal mein Job. Bin Familienvater, habe zwei Kinder. Und ja, fotografiere gern, lese gern. Und da bin halt brutal gern in der Natur und bei den Steinböcken und bei den Tieren. Das erklärt so ein bisschen, warum, also gefühlt bist du ja wirklich täglich auf Tour, aber wenn du jetzt sagst, du bist sehr viel unterwegs im Vorarlberg und bei dir in der Region, dann lässt sich das ja wahrscheinlich immer sehr gut verbinden, oder? Ja, genau. Also wenn es möglich ist, auf jeden Fall. Meistens nach der Arbeit halt dann, aber am Abend ist eh immer gute Zeit. Da soll ich sagen, wenn man viel von den Tieren weiß, dann weiß man, wie die leben. Und wenn man weiß, wie die leben, dann findet man es einfacher. Und am Abend fangen die zu fressen an im Prinzip, bis in die Nacht rein. Und da findet man sie am einfachsten. Und wenn ich dann praktisch nach der Arbeit noch irgendwo rauflaufe, dann muss ich eigentlich nur wissen, wo die Tiere sind, sozusagen, weil sehen tust du sie gleich einmal. Ja. Weil sie am besten sind. Du scheinst ja so ein bisschen ein Händchen für die Tiere zu haben. Also ich kenne sensationelle Steinbock-Fotos, aber richtig krass fand ich eigentlich das, wo dir quasi Murmeltiere aus der Hand fressen oder auf deiner Schulter sitzen. Wie erreicht man sowas? Also hast du immer schon so ein richtiges Vertrauen zu den Tieren oder die zu dir, ein ruhiges Händchen? Also wie kommt das? Mir ist immer schon relativ gut gegangen mit den Tieren. Besser geworden ist dann eigentlich Stück für Stück, und zwar, das ist mit dem Interesse an den Tieren gekommen. Wenn du, je mehr du über das Tier weißt, umso näher kommst du, und je mehr du auf die Zeichen eingehst, die das Tier dir sendet, umso näher wirst du ihm kommen. Praktisch, wenn das Tier hat Angst und ich vielleicht auch. Und wenn ich ihm die Angst nehme und die Sicherheit gebe, dass ihm nichts passiert, mir auch nicht, dann kann man sich Stück für Stück ganz vorsichtig und leicht annähern. Ich muss halt immer die Zeichen, die das Tier sendet, richtig deuten. Was sind das für Zeichen? Nehmen wir jetzt ja beim Steinbock, wenn er aufsteht zum Beispiel, bin ich schon zu nah. Dann ist er schon unsicher. Oder wenn er die Ohren so nach außen gibt, dann habe ich seine Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich nur einen Schritt weiter gehe, dann wird er weg sein. Und ich muss ihm immer ganz viel Zeit geben dann, bis er wieder zu seinem normalen Rhythmus kommt, den er gerade gehabt hat. Und dann kann ich den nächsten Schritt setzen. So ganz, ganz vorsichtig, so ist das eine ganz langsame Annäherung im Prinzip. Und wenn er mal nicht mehr zum normalen Zustand zurückkommt oder in seinen normalen Rhythmus geht, dann ist Schluss. Dann gehe ich nicht mehr weiter. Also ist das wirklich so eine Sache, die du in den Jahren oder mit der Zeit gelernt hast, wie du mit denen umzugehen hast? Ja, genau. Ja. Das ist ganz viel Erfahrung eigentlich, wo man Stück für Stück dazu lernt. Aber am Tier und am Lebensverhalten vom Tier im Prinzip.
Aber was fasziniert dich jetzt an den Steinböcken bzw. Murmeltieren und warum nicht einfach Pferde fotografieren oder, keine Ahnung, Giraffen? Ganz einfach, in den Bergen bin ich sowieso. Das sind halt mehr Steinböcke, Murmeltiere. Und an den Steinböcken ist die irre Bescheidenheit der Tiere und die enorme Stärke. Also so mit den wenigen, was die auskommen, an Winter in der harten Umwelt überleben zu können, das verdient absolut tiefsten Respekt. Und so wie sie die in der Felswand bewegen können, würde ich mir es gern wünschen. Mit der Sicherheit, mit der Schnelligkeit. Und so ist einfach ein Tier, das sich ganz leise und ruhig bewegt und eigentlich kaum was zerstört. Also wie nennt man das heutzutage, ein Organ, nee, ein... Wenn wir auch so leben würden, wäre nicht so viel kaputt. Ja, dieses Fingerprint oder Footprint, also so, ja, so ein ökologischer Footprint jetzt. Ja, genau. Wo findet man denn die Steinböcke und Murmeltiere? Also ich muss sagen, also ich habe Gämsen, weiß ich, wo ich die finde. Murmeltiere habe ich auch schon viele gesehen, aber jetzt Steinböcke ist mir jetzt so bewusst zum Beispiel nur an der Memminger Hütte passiert. Also vorher habe ich noch nie Steinböcke gesehen in freier Wildbahn. Ja, eigentlich sind sie relativ gut weit verbreitet, aber die Steinböcke sind eigentlich fast immer von der Jagd praktisch eingesetzt worden, irgendwann einmal. Und werden da sozusagen gehegt oder gepflegt oder und sie verbreiten sich halt dann dementsprechend. Und das notwendig ist ein felsdurchsetztes Gelände und so, man sagt, Esungsflächen, also praktisch, wo die fressen können. Also ein steiles Alm- und Weidegelände. Mhm. Es braucht im Prinzip eine Südseite, eine Südost- und eine Südwestseite. Und einen felsigen Teil und einen Teil, wo sie ihr Fressen finden im Prinzip. Und wenn ich da die richtige Mischung habe, dann schaut das schon ganz gut aus. Ja. Und wie fühlt sich das an, mit einem Murmeltier zu kuscheln? Ist das eher so stachlig oder ist es weich? Stinkt das auch? Überraschend weich. Okay. Aber das ist wirklich eine Geduldsgeschichte. Und es gibt so gewisse Fleckeren, wenn du da regelmäßig über das ganze Jahr dort bist und das über mehrere so Generationen betreibst, dann irgendwann akzeptieren sie die. Und manche sind ein bisschen wie ein Mensch, verschieden vom Charakter. Und manche sind extrem scheu, da wirst du nie hinkommen. Und manche sind halt einfach total neugierig. Okay. Und wenn die Jungen in der neugierigen Phase schon erwischt und wie soll ich sagen, ihnen die Hemmschwelle nimmst, dann kommen auch die Jungen von den Jungen wieder. Das geht über Generationen einfach, dass du dann ein bisschen näher kommst. Da gibt es so verschiedene Plätze, wo das funktioniert. Du hast ja auch ein Buch rausgebracht, Wanderung zu den Steinböcken. Wie ist es denn zu der Idee gekommen? Also, ist ja schon speziell, sag ich mal. Also. Ja, schon. Das ist eigentlich ganz einfach entstanden. Und zwar durch mein Training damals, durchs Berglauftraining, bin ich immer wieder auf Steinböcke getroffen. Ich habe dann Bilder reingestellt. Mir haben die Tiere immer schon fasziniert. Und auf die Beiträge, wo die Steinböck-Bilder drauf waren, im Prinzip ist extrem reagiert worden. Und sind ganz viele Fragen gestellt haben. Sie möchten das auch mal erleben. Oder wo seien die? Wie trifft man die? Wie kommt man so nah hin? Und so ist ein bisschen die Grundidee einmal entstanden. Ich würde das gern jedem, der das möchte, einmal ermöglichen. Aber wenn, dann nur auf eine respektvolle Art und Weise, so dass man sich richtig nähert, so ein bisschen die Regeln einhaltet, so die man schon haben sollte, also mit Respekt, Anstand und so. Die Tiere sollen nicht verjagt werden, sondern sie sollen praktisch einfach mit einem gewissen Abstand und Respekt behandelt werden und nicht einfach nur hingehen, ein Foto machen und so nah wie möglich, so bis es aufsteht und einfach davor rennt.
und dann noch 20 Mal nachrennen, bis man das richtige Foto hat. Und so, so ist die Idee entstanden, es soll jeder, für jeden eigentlich möglich sein, allerdings wenn dann mit ein bisschen Regeln, so dass das Tier auch überleben kann dabei. Und so wollte ich das jetzt dann, praktisch, Verlag ist an mir herangetreten und wollte Traillaufbuch machen, Verlag. Und das war jetzt nicht so mein Thema. Mir war lieber, ich kann den Leuten die Steinböcke näher bringen. Und auch die Grundregeln ein bisschen, weil ich bei meinen Besuchen bei den Steinböcken immer gesehen habe, da, die gehen so nah zu mir mit dem Handy in der Hand und da wird telefoniert neben dem Steinbock und das hat mich ein bisschen geärgert und dann habe ich mir gedacht, na, wenn, dann machen wir es mit Regeln und richtig schöne Touren, aber die Leute sollen sehen, wie man das richtig macht und mit Respekt. Und so ist die Idee entstanden und so ist jetzt dann umgesetzt worden. Und wie lange hat das dann gedauert? Hast du das innerhalb einer Saison schaffen können oder ist das wirklich so ein längeres Projekt über Jahre gewesen? Also geplant waren 30 Touren und ich habe ja damals ein Projekt gemacht, da war ich relativ fit und dann habe ich gedacht, die 30 Touren, die rennst du einfach schnell ab, machst Bilder dazu und dann machst du halt die Texte nur schnell. Und ich habe mir gedacht, ja, das geht relativ flott. Jetzt, da war das aber eine Saison, wo es relativ bald geschneit hat, und dann ist das Verhalten der Steinböcke anders. Und die Steinböcke sind woanders. Und jetzt, da habe ich schauen müssen, dass ich bis zum Dezember eigentlich einmal nur die Bilder zusammenbringe. Weil die Bilder praktisch, die sind alle echt. Also die sind nur auf dieser Tour entstanden, wo dann in dem Buch drinnen ist. Da ist kein Fake-Bild dabei, sondern auf der Tour habe ich die Steinböcke von dem Gebiet drinnen. Und ich wollte das ganz ehrlich und authentisch machen. Und jetzt war das Wichtigste, zuerst einmal irgendwie die Bilder zu sammeln. Und da habe ich dann praktisch 73 Touren laufen müssen bis Dezember, damit ich nur die Bilder habe. Und das angefangen habe ich erst im September. Jetzt war das dann schon ein bisschen stressig. War fertig dann Ende März. Ja. Da habe ich dann praktisch, wo ich die Bilder gehabt habe, habe ich zu schreiben begonnen. Und habe das nach meinem Job praktisch, nachdem die Kinder im Bett waren, habe ich dann halt von 10 bis 2, 3, 4 in der Früh geschrieben und halt dann praktisch meinen Tagesablauf gehabt. Das war dann schon ein bisschen eine stressige Zeit, das würde ich so nicht mehr machen. Aber es hat sich gelohnt, du kannst dich jetzt Buchautor nennen. Ja, schon. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, weil ich das rübergebracht habe, glaube ich, was ich rüberbringen wollte. Und um das ist mir eigentlich gegangen. Und das freut mich schon, dass das in der Form so gelungen ist. Und das Feedback, was ich so mitbekommen habe, war ja sehr positiv. Absolut, absolut, ja. Und das hat mich auch irrsinnig gefreut, weil so hätte ich es nicht erwartet. Ja. Da. Was war das denn damals? Also ich glaube, ich weiß es noch, aber ganz zusammen kriege ich es ja nicht mehr. Was war denn das für ein Projekt, in welchem Rahmen du die Fotos dann gemacht hattest oder wo du fit warst? Ich wollte versuchen, als erster den Berchtesgadener Gebirgsstock komplett zu überlaufen. In einem Zug abzulaufen. Und man hat mir erklärt, das hat jetzt vorher von mir noch niemand gemacht und nicht versucht. Der Schnellste hat eine Woche gebraucht und das ist praktisch vom Hochkalter über den Watzmann, über das komplette Steinerne Meer zum Hochbühne, über alle Klettersteige und fast alle Gipfel drüber, wieder zurück dann praktisch Richtung Berchtesgaden über den Hohen Göll zum Kehlstein. Und das sind in Summe 127 Kilometer. Wobei 30 Kilometer reine Klettersteige sind und das in extrem schweren Gelände. Und ich weiß nicht, wer schon mal über den Watzmann drüber ist, der weiß, wie schwer das sein kann. Und ich habe das praktisch innerhalb von 45. Jetzt bist du kurz Stunden weg. Das müsstest du noch mal ganz kurz wiederholen, du warst kurz weg. Ja, gerne. Also das Projekt war so, ich wollte als erster Läufer den Berchtesgadener Gebirgsstock komplett durchlaufen.
war vom Hochkalter zum Watzmann über das komplette Steinerne Meer zum Hochkönig und von da wieder zurück zum Hohen Göll. Das sind in Summe 127 Kilometer mit 13.000 Höhenmeter rauf und runter und davon 30 Kilometer reine Klettersteige zum Beispiel. Einer ist über den Watzmann. Und der schnellste Wanderer war damals, ich glaube 6 Tage hat der braucht. Und ich wollte es innerhalb von 3 Tagen schaffen. Und, da sind 27 Gipfel am Weg. Und das war einfach das Projekt für mich. Ich wollte es einfach schaffen, einen Anzug durchzulaufen. Hab das 2 Jahre eigentlich darauf hintrainiert, weil die Schwierigkeit war damals eigentlich die Klettersteige. So beim Watzmannlauf war dann Hochkalter. Und das über so eine lange Distanz und über so viele Stunden. Und das habe ich glücklicherweise geschafft. Und da war ich zu dem Zeitpunkt dann richtig gut beieinander, also hochtrainiert halt. Ja. Wie hast du das dann mit Verpflegung und Übernachtung gemacht auf der Tour? Also ich habe praktisch 2 Depots gehabt. Das war am Ingolstädter Haus und am Hochkönig und alles andere habe ich mitgehabt. Und da habe ich praktisch nur Akkus, an das Gewandtraining gehabt. Und praktisch so Pulver für also Elektrolytegetränke und gegessen habe und getrunken habe auf den Hütten, aber ich habe immer praktisch 6 Liter Wasser mitgehabt und die komplette Kleidung mit Erste-Hilfe-Paket, allem drum und dran, habe ich im Rucksack mit mir selber geführt, weil falls mir es liegt, dass ich alles dabei habe. Okay, und das hat alles wunderbar funktioniert mit Wetter und anderen Wanderern. Wie haben die dich da aufgenommen? Die haben das gar nicht so mitgekriegt. Okay, das ist kurz vorbei. Das war ganz einfach. Und, wie soll ich sagen, ist halt ein bisschen komisch, wenn einer mit dem Rucksack daherläuft, vielleicht im ersten Moment, aber ich habe das nicht an die große Glocke hängen wollen, weil immer ja nicht sicher war, ob ich das schaffe. Und da ist mir lieber die Klappe hinten noch aufmachen wie vorher. Und, und somit ist das jetzt eigentlich ganz, ganz ruhig vonstatten gegangen. Es waren nur die Hütten praktisch informiert und die Bergwacht und der engere Familienkreis sozusagen, dass ich das mache. Und ein Freund, der mich dann praktisch das letzte Stück in der Nacht noch begleitet hat, weil ich war 45 Stunden durchgehend unterwegs. Ja. Das ist eine Weile. Was geht einem dann so durch den Kopf, wenn man da, also ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich bin zwar auch schon 100 Kilometer gerannt, aber das waren definitiv keine Klettersteige dazwischen. Wie kommt man erstmal auf so eine Idee? Man steht auf dem Berg oben und sieht rundherum nur Gipfel. Und das Gelände gefällt einem, das ist beeindruckend, die Landschaft ist wahnsinnig schön. Es ist die Tierwelt da, es ist die Natur in Ordnung. Und du denkst einmal, wie geil muss das sein, wenn du die ganze Runde einmal schaffen könntest. Und so, ich habe damals nicht gewusst, was da alles für Gipfel dazugehören. Und dann habe ich mir gedacht, einmal so, hat das eigentlich schon mal wer gemacht? Und dann habe ich nur gehört, ja, dass halt da viele das in 3 Wochen abwandern sozusagen. Das gibt es scheinbar. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn man es in 3 Wochen gehen kann, dann kann man es vielleicht in 5, 6 Tagen laufen. Und dann habe ich gedacht, nein, 5, 6 Tagen ist zu wenig. Ich möchte es schneller machen. Und so ist die Idee entstanden. Und dann habe ich halt darauf hintrainiert. Ich habe halt so verschiedene Bereiche einmal angeschaut. Was ist möglich in einem Tag? Wie weit kommt man da? Und ist es technisch für mich möglich und körperlich möglich? Und ist es dann mit der ganzen Ausrüstung möglich und was brauche ich dazu? Und so habe ich mich Stück für Stück praktisch 2 Jahre dran tastet und dann habe ich einen Probelauf gemacht, 2 Monate vor dem Projekt und habe geschaut, wie weit komme ich. Ich habe einmal 2 Drittel des Projekts abgelaufen und da habe ich dann gesehen, ich bringe das zusammen und somit war das Ding für mich klar, ich mache das. Ja.
Aber damit man auch so eine Idee kommt, was geben dir denn die Berge? Ich meine, du hättest jetzt auch einfach am Strand laufen können oder unten Aachensee oder sowas. Also was ist das Besondere an den Bergen? Die Landschaft, die Ruhe, die Härte, das Panorama, das kann, und wenn es nicht der Wind ist da oben, aber es ist einfach so die Umgebung, die mich aufzieht. Also sobald es richtig schwer wird, da fängt es bei mir an. Also ab da lebe ich auf. Warum das so ist, ich weiß es nicht, mir gefällt es einfach erst. Brutal. Und gibt es da, also du wohnst ja jetzt in einer der schönsten, also für mich schönsten Regionen eigentlich, gibt es da so irgendwelche Ecken oder Regionen, die, wo du sagst, das ist eine absolute Empfehlung? Ja, also jede Landschaft hat so ihre wahnsinnig schönen Flecken, so ihre Vorteile, ihre Nachteile, und so das Empfinden wird immer unterschiedlich sein. So, für mich ist praktisch alles, was höher ist wie Alm, da wird es für mich richtig schön. Und da gehört schon der Kerzgerwendel genauso dazu, wie auch der Berchtesgadener Berg, aber genauso das Glocknergebiet. Für mich, ich finde wahnsinnig schön die Umgebung von Zermatt, vom Grindelwald, Dolomiten. Da gibt es eigentlich ganz, ganz viel, das, wo ich wahnsinnig schön finde, wo man eigentlich einmal gewesen sein sollte. Aber so, wie soll ich sagen, das Hochalpine zieht mich an. Und wenn es da jemanden hinzieht, dann kann ich ihm genau die Ecken empfehlen, ja. Sehr cool. Und ist das auch der Grund, also du bist ja jetzt viel in den Bergen unterwegs, ist das dann auch der Grund, warum du Berge fotografierst? Ich meine, du könntest natürlich jetzt auch, keine Ahnung, was man in Bergen noch machen kann, oder am Aachensee kann man ja auch was machen die da, Kitesurfen fotografieren, ja, oder andere Sportarten, aber du fotografierst ja doch Berge beziehungsweise die Tierwelt in den Bergen. Es hat verschiedene Gründe. Ich habe das unheimliche Glück, dass ich da wohnen darf, dass ich das erleben darf. Und dass ich die Fitness habe, dass ich da raufkomme. Und was ich da oben sehe, das sieht man vielleicht nicht jeden Tag. Und das, was ich da oben sehen darf, das ist einfach schützenswert. Das ist wahnsinnig schön und erhaltenswert. Aber erhalten tut man nur das, was man kennt und was einem gefällt. Und darauf achten auch. Und jetzt ist die einfachste Weise, das am Publikum mitzuteilen, ein Foto von dem, was ich da erlebe und wie schön es ist, weil der vielleicht dann auch sieht, das ist schützenswert, da muss man aufpassen, da kann man den Müll vielleicht nicht gerade liegen lassen, oder da achtet man vielleicht einfach, wo man hinsteigt. Und wenn ich nur das ein bisschen rüber transportieren kann, dann ist jetzt für mich eigentlich schon ganz viel erreicht. Einfach nur das zu transportieren, das ist erhaltenswert, da müssen wir darauf achten, und da kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, im Tal genauso wie im Berg. Und was macht für dich so ein gutes Bergbild aus? Ein Bergbild muss für mich eine Tiefe haben. Also es muss praktisch einen Vordergrund haben. Das kann jetzt eine Blume sein, das kann ein Stein sein, das kann ein Fels sein. Das muss einen Mittelteil haben und das muss einen hinteren Teil haben. So, das sind für mich ein Drittel sozusagen vorne, ein Drittel die Mitte und ein Drittel hinten. Das muss dreidimensional und echt wirken. Und dann passt es. Und wenn das Licht noch perfekt ist, dann ist für mich perfekt. Und was sind so deine Lieblingsmotive? Tierer oder Sonnenaufgang? Also Sonnenauf- und Untergang ist immer ein Highlight, sage ich jetzt. Aber was ich auch total gern mag, das sind so ganz extreme alpine Landschaften und Tiere in den alpinen Landschaften. Aber das kann ja genauso ein Edelweiß sein oder eine ganz normale Blume in der Landschaft. So, aber die Lieblingsmotive sind sicher, also für mich eigentlich ein Steinbock im Sonnenuntergang zum Beispiel. Und wie findest du deine Motive, beziehungsweise wonach suchst du die aus? Lässt dich vielleicht auch inspirieren? Die begegnen mir einfach. Also die suche ich gar nicht, die sehe ich in dem Moment. Ja.
Okay. Und mit was bist du da unterwegs? Also hast du Kamera, Stativ, Objektive? Wie arbeitest du da? Beziehungsweise auf was achtest du da? Ich habe eine Spiegelreflexkamera und habe drei Objektive mit. Das ist ein 10mm Objektiv, das ist ein 1680mm Objektiv und ein 70-300mm Objektiv. Mit dem kann ich eigentlich alles abdecken, was ich möchte. Und Stativ oder so habe ich gar nicht mit. Das brauche ich nicht. Ich schaue halt dann, ich habe eine ruhige Hand meistens und sonst muss ich es irgendwo auflegen. Und ist die Kamera dann auch quasi ausgesucht, dass die möglichst in den Laufrucksack reinpasst, weil du dann zu deinen Spots hinläufst? Oder? Ja, ist, mal sage ich, ich habe leider die unbequemste Kamera, die es da gibt. Und eine relativ schwere Ausrüstung. Und muss das relativ gut polstern und absichern, dass das nicht aneinander schlagt. Aber ich habe mir da einen Fotorucksack dafür gekauft, der ein eigenes Fotofach hat. Und mit dem geht es, mit dem ist es möglich. Es ist halt nicht ganz so super zum Laufen, aber es ist möglich. Und mit dem bin ich eigentlich tagtäglich unterwegs. Und was war so der Ausrüstungsgegenstand, der für dich die größte Auswirkung oder die größte positive Auswirkung hatte? Schon der Umstieg auf die Spiegelreflexkamera eigentlich. Weil die Auflösung und die Schärfe und die Detailtreue eigentlich schon ganz anders ist. Und du kannst, also ich arbeite sehr gern manuell mit den Belichtungen und mit dem Licht. Ich tue manchmal überbelichten, unterbelichten. Ich spiele da recht viel, ich probiere brutal viel aus. Und das geht einfach nur mit einer Spiegelreflexkamera. Das geht mit den anderen ganz schwer. Ja. Ja. Was war denn so der schönste Moment oder der schönste Ort, an dem du jemals fotografiert hast? Ganz schwere Frage. Da gibt es ganz, ganz viele Momente. Und an rauszupicken ist jetzt echt schwer. Ich bin total gern im Glocknergebiet. Ich bin total gern in der Schweiz. So, aber so ein Highlight ist sicher immer im Glocknergebiet bei den Steinböcken oder Murmeltieren. Genauso auch da im Karwendel, wo ich es eigentlich über das ganze Jahr beobachte. Und so der Moment, sage ich, wo du am Tier relativ nahe kommst, ohne dass du es dabei störst, das ist jetzt für mich eigentlich einer der schönsten Momente. Aber da habe ich mehrere gehabt und da möchte ich jetzt keinen einzelnen aus. Okay. Wenn ich, alles gut, ne? Durchaus. Wenn ich dich jetzt nach deinem lustigsten oder atemberaubendsten Moment frage, wie es dazu kam, hoffe ich, dass jetzt irgendwas mit Steinböck oder Murmeltier kommt. Ja, da gibt es mehrere. Der lustigste. Der lustigste und der atemberaubendste, also der war erst nachher lustig für mich eigentlich. Okay. Da bin ich, das ist eine meiner ersten Begegnungen mit den Steinböcken, die war in einem kleinen Solstein auf einem ganz ausgesetzten Grat. Da gibt es eine Stelle, da gehst du 5 Meter, ungefähr gerade 30, 40 Zentimeter breit über einen Grat drüber. Und links und rechts geht es wirklich richtig weit rüber. Und ich bin da so, wie soll ich sagen, in Gedanken raufgekommen und so konzentriert auf die Strecke halt und schaue dann rüber. Da ist dann nur mehr noch 30, 40 Meter entfernt das Gipfelkreuz und schaue da rüber. Und dann sitzt auf der anderen Seite vom Grat ein Steinbock, liegt da einfach. Aber ein richtiger alter Steinbock. So keine 10 Meter von mir. Und habe mir das schon mal geschreckt, weil damals habe ich jetzt auch noch nicht unbedingt die Erfahrung gehabt mit Steinböcken. Und dann haben wir gedacht, scheiße, da versperrt man jetzt da den Weg. Und ich wollte da schon zum Gipfelkreuz rüber. Und damals war ich vielleicht auch noch ein bisschen naiv und noch nicht gerade der respektvollste Mensch, halt auch noch ein bisschen jünger. Und ich wollte unbedingt drüber, aber ich habe genau gewusst, wenn ich da jetzt rübergehe und der steht auf und der gibt mir da jetzt einen Rempel oder kommt auf mich zu oder da komme ich nicht rüber.
Jetzt habe ich versucht, den Steinbock da irgendwie zu vertreiben, auf der anderen Seite vom Grat. Und habe dann einmal rübergerufen und der war so absolut unbeeindruckt. Und dann habe ich aber richtig laut geklatscht. Das war dann so scheißegal. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was geht da jetzt ab? Was mache ich jetzt mit dem? Und dann habe ich es überlegt und dann habe ich mal laut rübergerufen und nochmal geklatscht. Und dann ist er aufgestanden. Und dann habe ich auch Schiss gekriegt, weil ich habe jetzt genau gewusst, wenn er zu mir rüberkommt, wird es genauso blöd. Und dann ist er jetzt aufgestanden, ist zu mir rübergegangen und da war jetzt wirklich nur ein Meter Breite. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt rempelt mir der Auge. Da habe ich richtig, richtig, richtig Angst gehabt. Und dann ist er wirklich mit den Hörnern an mir vorbeigestreift. Ich habe das Fell gespürt, alles ist vorbeigegangen, ohne mir was zu tun. Ganz leise. Das war der schlimmste und schönste und beeindruckendste Begegnung, die ich jemals mit einem Steinbock gehabt habe. Mit Berührung. Ja, die Hose war gestrichen voll, würde ich jetzt mal sagen. So, und das war so das eigentlich beeindruckendste Erlebnis, was ich mit Steinböcken jemals gehabt habe und vielleicht daher die Verbindung. Und dann bin ich knieschlotternd zum Gipfelkreuz rübergegangen und dann habe ich lachen müssen über die ganze Situation. Und eigentlich nur Blut und Wasser geschwitzt und war so fröhlich und glücklich, dass ich das eigentlich überlebt habe. Und heute muss ich echt richtig drüber lachen, über die ganze Geschichte. Und damals, von da weg, also ich liebe sie. Sehr cool. Ja. Gibt es irgendeinen Rat, den du jedem anderen geben würdest, wenn er bessere Bergbilder fotografieren möchte? Mhm. Ganz wichtig ist, glaube ich, ein Bild muss authentisch sein und muss eine Tiefe haben. Da gibt es also eine nette Drittelregelung. Also man setzt nicht immer alles in die Mitte. Oder man schaut, dass man einen Vordergrund hat, einen Mittelteil und einen dritten Teil hinten sozusagen. Und somit kriegt das Bild Tiefe. Und die wird unbedingt einen Weitwinkel verwenden. Somit kriegt das Bild eine Tiefe und vielleicht eine Dreidimensionalität. Und mit einem Weitwinkel kannst du jetzt, wenn du es vielleicht leicht nach unten haltest, vielleicht viel mehr Tiefe oder Farbgewalt reinbringen wie sonst. Also ich glaube, die Bildgestaltung macht schon brutal viel aus. Also ich würde unbedingt ein Bergbild mit Weitwinkel machen und mit ein bisschen was im Vordergrund. Okay. Und welche fotografische Fähigkeit hast du dir so in den letzten Jahren angeeignet, welche deine Bilder dann doch verbessert haben? Also wie hast du dich daran getastet? Boah, schwierige Frage. Wenn es einfach wäre, wäre es ja langweilig. Ich hoffe, ich habe mich überhaupt verbessert. Auf jeden Fall mit dem Bild. Danke. Ich hab versucht, mehr auf die Gestaltung zu achten, mehr auf die Schärfe, mehr auf die Qualität. Ich habe die Ausrüstung ein bisschen verbessert schon. Die Objektive dazu, aber das Wichtigste ist mir eigentlich die Bildgestaltung und die Qualität vom Bild selbst jetzt. Und das fängt eigentlich beim Machen schon an, dass ich mir mehr Zeit nehme, ein Bild zu machen, wie früher. Früher bin ich hingelaufen, abgedruckt und weiter. Und heute nehme ich mir einfach wirklich die Zeit, dass ich kurz stehen bleibe, dass ich mir das nochmal genauer anschaue und dann erst abdrücke. Und mit dem habe ich schon viel gelernt. Oder vielleicht einfach mit dem Blenden mir kurz spielen, dass du einen Sonnenstern noch richtig reinbringst oder einfach das i-Tüpfel noch draufsetzt. Da versuche ich mich ständig zu verbessern. So würde ich das jetzt einmal beschreiben. Und gibt es so das persönlich beste Bild und gibt es da eine Geschichte dazu? Boah, ist ganz schwer. Also dem persönlich besten Bild laufe ich immer ein bisschen nach. Ich versuche das schon lange. Ich habe da was im Kopf, was ich unbedingt machen möchte, was mir bis jetzt noch nicht gelungen ist. Das kann ich jetzt an der Stelle nicht verraten, weil sonst macht es jemand anderer, ja.
Aber es gibt schon viele Bilder, auf die ich ein bisschen stolz bin. Und ein Bild, das ist eigentlich nur glücklich gelungen. Und zwar, das ist jetzt eigentlich einmal ganz lustig. Karl Steinbock und komm einmal dir. Das ist ein Eichhörnchen. Da war ich mit einer Fotopartnerin, mit der Birgit Eichhörnchen fotografieren und wir haben da die Eichhörnchen fotografiert. Und währenddessen legen wir die Kamera ab und genießen den Moment einfach, wo die Eichhörnchen da glücklicherweise um uns ein bisschen herumgespielt haben und getollt haben. Und in dem Moment geht ein Eichhörnchen zu der Kamera hin und stellt sich auf. Das schaut aus, wie wenn praktisch das Eichhörnchen der Fotograf wäre und gerade abdrückt an der Kamera. Also die steht wirklich hinter der Kamera und wie ein Fotograf und vorne steht die Spiegelreflex weg und schaut aus, wie das Eichhörnchen macht ein Foto von uns. Hast du quasi das Abdrücken ausgelagert? Ja, genau. Und das ist eines der nettesten Bilder, die ich habe. Ja. Oder anders ist eins, da bin ich ganz stolz, aber das, weil es so selten ist, da hat ein Steinbock-Kids, ein Steinbock-Papa sozusagen, wie geküsst. Wenn man weiß, dass die Kitze und die mit den Geißen ziehen und die Steinböcke praktisch, die Männer ja ein eigenes Rudel bilden und eigentlich nur in der Brunftzeit zusammenkommen oder selten zusammen sind, dann weiß man, wie selten sowas ist. Und somit ist da das Besondere im Prinzip eigentlich, dass ein Kitz zu einem Steinbock geht und den sozusagen ein Busserl draufdrückt. Das ist eigentlich ein ganz besonderer Moment, der so eigentlich ganz selten stattfindet. Und der ist im Buch drinnen, Wanderungen zu den Steinböcken, das Bild. Werde ich verlinken. Jetzt bist du unterwegs, hast die Fotos gemacht, ziehst sie auf deinen Rechner und wie bearbeitest du die danach? Da habe ich in den letzten Jahren eigentlich total viel dazu gelernt, weil die Menge an Bildern, die ich so gesammelt habe, die ist enorm. Und ich habe gar nicht so viel Zeit, dass ich die so bearbeiten könnte. das sind zu viele Bilder. Jetzt versuche ich schon von Haus aus, die Bilder so zu machen, dass ich es kaum mehr bearbeiten muss. Manchmal kommt es aber nicht aus. Und da verwende ich meistens, das heißt AC, das Programm, mit dem tue ich jetzt am leichtesten. Ich habe es mit der Lightroom ein bisschen versucht, aber ich habe da, mein Favorit ist der AC, heißt das. Da tue ich jetzt am leichtesten, weil ich mit dem Tool ein bisschen mitgewachsen bin. Das habe ich eigentlich immer verwendet. Und dann zum Photoshop oder so, das war mir von Anfang an einfach immer ein bisschen zu komplex. Und ich bearbeite Bilder nur, also farblich oder so kaum, sondern wenn dann heller oder dunkler und die Kontraste. Oder mach den Ausschnitt anders, weil viel mehr Zeit möchte ich damit dann nicht verbringen. Ich versuche eher das, praktisch die Zeit lieber beim Foto machen, selbst schon zu investieren, damit ich danach zu Hause, wo ich nicht viel Zeit habe, nicht mehr lang hocken muss. Auch gut. Und gibt es irgendwo schlechte Ratschläge zur Fotografie oder falsche Annahmen, die in der Welt kursieren, die du nicht teilst? Dass man irgendwas unbedingt machen muss, sonst ist es ein schlechtes Foto oder sowas. Also irgendeinen Ratschlag, wo du sagst, nee. Wenn die Bildgestaltung schon von Haus aus schlecht ist, glaube ich, kannst du nicht mehr wahnsinnig viel aus dem Foto machen. So, weil wenn das Gesicht oder der Kopf schon richtig falsch abgeschnitten ist im Foto, dann das wird nicht besser. So, ich glaube, dass die Bildgestaltung wirklich ganz, ganz wichtig ist von Anfang an, weil du es nachher immer reparieren kannst. Und ein zu dunkles Bild kann man vielleicht aufhellen, aber es verliert dann wahrscheinlich so viel an Auflösung, dass es auch nicht mehr gut werden kann. Ich glaube, ein Foto, das von Haus aus nicht schon ein bisschen bedacht gemacht worden ist,
kannst du nachher nicht mehr wahnsinnig gut retten. Jetzt hast du vor uns schon erzählt, dass du irgendwas im Kopf hast, was du gerne fotografieren möchtest oder wie du es machen möchtest. Wie entwickelst du dich denn weiter, beziehungsweise was möchtest du denn noch lernen, um vielleicht genau dieses Foto machen zu können? Okay. Für das Foto brauche ich noch ein bisschen mehr Tierwissen. Für das Foto brauche ich noch bis den richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Ein bisschen Glück. und darum ist es ja so schwer. Aber für mich jetzt, wie ich mich weiterentwickeln möchte, ich möchte immer, ich habe ganz, ganz bestimmte Bilder im Kopf, die ich machen möchte. Und die arbeite ich ab. Und das kann jetzt da. Jetzt sind es dann in Zukunft werden von mir ein paar Schaukelbilder entstehen. Aber ein paar ganz spezielle Schaukelbilder. Okay. Und da habe ich immer so einen Themenbereich, den ich abarbeiten möchte und wo ich mich weiterentwickeln möchte. Und da setze ich mir Schwerpunkte und auch manchmal eine schwere Aufgabe, an der ich mich dann versuche und mit der ich mich weiterentwickeln möchte. Und sage ich, ich habe eine Fotopartnerin, mit der ich unterwegs bin und wir kritisieren uns da gegenseitig und versuchen uns da gegenseitig zu verbessern, um uns da ein bisschen an die Spitze zu treiben. Und ein anderer Punkt ist, ich versuche mich da jetzt mit Fotowettbewerben, mit internationalen, auch ein bisschen weiterzuentwickeln. So für mich ist da jetzt auch Facebook, so blöd es jetzt klingt, ein Tool, wo man manche Bilder jetzt da ein bisschen austesten kann, ob es die Masse trifft oder nicht. Das ist ja da, also ist das die, meine Facebook-Freunde sind keine Versuchskaninchen, aber man kann sehen, kommt ein Foto an oder gar nicht. Oder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und so kann man sich auch ein bisschen weiterentwickeln mit ein bisschen Selbstkritik. Also im Prinzip der Austausch mit anderen Fotografen und Schwerpunkte setzen. Ja, genau. Und ständig probieren und sich weiterentwickeln und wirklich neue Sachen angehen, neue Sachen probieren und da wirklich schwere Sachen versuchen. Einfach Ideen umsetzen oder einfach, wenn man was sieht, das auch ausprobieren wollen und vielleicht noch schauen, dass man es vielleicht noch besser macht, ja. Wenn die Leute jetzt mal schauen wollen, was der Andi denn so alles für Fotos macht, vielleicht das Buch aber schon haben, jetzt mal andere Fotos haben wollen oder sehen wollen, wo können die das dann sehen? Hast du eine Webseite oder eine Facebook-Seite? Facebook-Seite, ganz normal, Andreas Wiesinger und da über Instagram im Prinzip. Der Andreas Wiesinger und Andi Rent. Und für mehr, ich habe eine Steinbock-Seite praktisch noch, also Wanderungen zu den Steinböcken auf Facebook, wo ich die Steinbock-Bilder teile. Und eine Website habe ich noch zu wenig Zeit. Also ich kann nicht mehr betreuen im Moment, weil da bin ich lieber in den Bergen. Entschuldigung. Kann ich völlig nachvollziehen. Aber auf Facebook kann man mich ein bisschen mitverfolgen oder beobachten und eben auch auf Instagram. Dann verlinke ich dich auf jeden Fall und dann wirst du vielleicht die ein oder andere Freundschaftsanfrage noch bekommen. Ja. So, am Schluss kommen immer so ein paar Fragen, die jeder gestellt bekommt. Ja. Kurze Frage, die Antwort kannst du selber entscheiden, ob die lang oder kurz ausfällt. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Absolut Berge. Das Meer ist zu heiß für mich. Ich mag es lieber kühler. Ich fühle mich freier oben. Ich schaue lieber von oben runter, wie von unten rauf. Und die Tierwelt für mich, oben, die kenne ich einfach schon besser. Und ich fühle mich oben wohler wie unter Wasser.
Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Ganz viel mit Tierbeobachtungen. Ich würde die Gegend also in- und auswendig kennenlernen wollen. Ich wäre ganz viel unterwegs, möchte die Umgebung kennenlernen, möchte die Tierwelt dort kennenlernen, möchte die Besonderheiten dort kennenlernen und würde die Zeit einfach nur genießen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Ich bin eher der Nachtmensch wie der Frühaufsteher. Somit okay. Ist das einfach erklärt. Ohne welches Gadget, also Ausrüstungsgegenstand, gehst du nie in die Berge? Ja, ohne Fotoapparat. Also, das gibt's nicht. Ja. Okay. Was sind so deine Top 3 Blogs oder Magazine, offline, online, Webseiten für mehr Berge? Das ist ganz, ganz schwer. So, durch das, dass ich selbst kaum Zeit habe, bin ich selbst kaum auf andere Seiten. So gemein das jetzt klingt. Aber ich habe wirklich nicht viel Zeit, die übrig bleibt. Aber wenn, dann eher im Facebook, so in so Gruppen wie Bergfotos Gipfelfieber, das ist jetzt eine Seite, wo ich sage, oder auf deiner Seite stöbe ich auch gerne mal. Juhu! Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also stell dir vor, du müsstest jetzt für deinen Arbeitgeber zum Beispiel jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, für 3 Monate nach Hamburg. Was ja. machst du dann? Dann gibt es noch Hochhäuser. Also irgendwo rauf muss ich. Also da, ja, dann würde ich mit dem Treppenlaufen versuchen. Aber ich werde immer einen Punkt suchen, der weiter oben ist oder wo man von oben einmal runterschauen kann. Also um den Überblick behalten zu können. Ja, genau. Und zu guter Letzt, wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Oh, das ist schwer. Wenn dir spontan jemand einfällt, gerne im Nachhinein auch nochmal. Ja, das ist zu schwer. Okay, nee, macht nichts, passt. Aber na, ich meine, da fällt mir schon ein, aber den zu kriegen ist schwer. In Kilian schon nicht. Jetzt, wo er quasi demnächst Vater wird, Kilian, warum nicht? Das wäre tatsächlich eine Sensation. Da muss ich jetzt nur noch Englisch und Katalan. Nee, Katalan. Der wäre auch ganz interessant. Der wäre vielleicht für die interessant. Da ist eine ganz andere Ecke. Das wäre der Gunter Kressmann. Der ist Steinbock-Biologe und arbeitet für den Nationalpark Hohe Dauern. Guten Tag, Kressmann. Okay. Schreibe ich mir auf. Tierwelt her kann man von dem alles lernen. Also, der wäre so interessant. Sehr cool. Ja, Andi, vielen, vielen Dank. Waren sehr spannende Sachen dabei, die ich auch so noch nie gehört habe, beziehungsweise ich hatte noch keinen Gast, der mir so viel über Tiere in den Bergen erzählen konnte. Das war super geil. Und du hast ja vorhin schon im kurzen Vorgespräch schon angedeutet, wenn ich in der Nähe bin, dann nimmst du mich mal mit. Das Angebot nehme ich super gerne an. Gerne. Und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als dir noch einen schönen Abend zu wünschen, vielen Dank zu sagen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann irgendwo wieder. Ja. So, vielen Dank, Andi, und einen schönen Abend. Danke an alle, einen schönen Abend. Danke, ciao, Papa. Ciao.
Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminbäre.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao!